Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Stolberg im Rheinland am Hauptbahnhof. Zuerst waren wir allerdings am Bahnübergang Münsterbachstraße und das war ein Fehler. Soweit so gut, allerdings haben wir dadurch wertvolle Sekunden verloren. Als wir dann am Bahnhof ankamen, reichte es zwar noch für diesen Güterzug, aber kurz davor fuhr hier ein ICE-S vorbei. Und es war natürlich herb, dass ich diesen nicht mehr erwischte. Hier sind wir jetzt auf dem sogenannten Skywalk. Der Blick geht Richtung Eschweiler. In der Ferne sieht man wahrscheinlich das Kraftwerk Weisweiler. Hier kommt die Regionalbahn 20 und deren Fahrtverlauf ist etwas ungewöhnlich. Die Fahrt startete nämlich hier auf dem Gleis 44 vor etwa einer Stunde. Nach einer kleinen Rundfahrt in der Städteregion Aachen kehrt der Zug hier wieder zurück und fährt dann weiter in die Stadt rein. Wie man sieht, besteht der Zug aus zwei Zugteilen. Normalerweise wird der Zug hier geflügelt und ein Zugteil fährt weiter nach Eschweiler und der andere Zugteil macht dort hinten im Güterbahnhof Kopf, um dann in die Stadt reinzufahren. Dort hinten kann man übrigens auch den Zug in der Gegenrichtung erahnen. Den sehen wir dann gleich nachher, wie dieser hier in den Hauptbahnhof einfährt. Wie versprochen hat sich hier der Zug in der Gegenrichtung in Bewegung gesetzt. In Stolberg-Rathaus gestartet, fährt er jetzt hier über den Hauptbahnhof, dann über Aachen und Herzogenrath nach Alsdorf Anna Park. Wie man dorthin sehen kann, hat auch der andere Zug Kopf gemacht und fährt jetzt Richtung Rathaus. Natürlich werden wir das nachher noch mal etwas genauer anschauen.
Den Fahrtverlauf schauen wir jetzt mal ein bisschen näher an. In der einen Richtung startet die Regionalbahn 20 ja im Hauptbahnhof, unterquert dann die Strecke Köln-Aachen und fährt dann erstmal Richtung Norden nach Alsdorf. Weiter geht's nach Herzogenrath, wo in die Strecke Aachen-Mönchengladbach eingebogen wird. Und so geht's runter nach Süden nach Aachen. Zuletzt geht's dann wieder nach Osten zurück nach Stolberg. Hier kommt der Zug dann auf Gleis 43 an, fährt dann in den Güterbahnhof, macht Kopf und runter geht's zum Rathaus. Auf den ersten Blick könnte das der Rhein-Sieg-Express sein, aber riskieren wir mal einen Blick südlich des Bahnhofs. Hier geht's in die Stadt rein. Und hier der Blick Richtung Güterbahnhof und die Bahnstrecke Köln-Aachen. Jede Stunde, so ungefähr um halb, kreuzen sich hier die zwei Regionalexpresse 9 und hier kommt schon der in der Gegenrichtung. Hier sind wir übrigens am Kilometer 66 der Strecke Köln-Aachen. Deren zwei durchgehende Hauptgleise sind noch das letzte, was der Deutschen Bahn hier vom Bahnhof gehört. Und hier sehen wir jetzt wieder die Regionalbahn 20, die genau andersrum fährt, wie wir das vorhin auf der Landkarte gesehen haben. Und wir schauen dieser jetzt mal gemütlich beim Rangieren zu.
Unterdessen auch hier wieder der Zug in der Gegenrichtung. Unterdessen mittlerweile auch schon Geschichte, der Thales, also nicht der Zug an sich, allerdings heißt dieser jetzt Eurostar. Und hier der Zug, der nach Stolberg Hauptbahnhof Gleis 44 fahren wird. So etwa eine Stunde braucht er für die ganze Rundreise und wird dann nachher wieder hier eintreffen. Die Euregiobahn wird von DB Regio gefahren.
überwiegend allerdings auf Strecken der EVS, der Euregio Verkehrsschienennetz GmbH. Auch die RE1 kreuzt hier immer so ungefähr zur vollen Stunde. Eine Baureihe 423 biegt hier um die Ecke. Ein Zug der S-Bahn Köln, wahrscheinlich auf dem Weg zu Talbot, die ja in Aachen ein Werk haben. Hier der Blick Richtung Aachen, woher gerade wieder die Regionalbahn 20 kommt.
Hier sind wir am Bahnübergang am ehemaligen Werk der Feuerfeste Produkte Peters. Hier müssen die Autos auch halten, wenn sie gerade ausfahren möchten. Das ist wichtig, damit der Bahnübergang geräumt werden kann. Sind die Schranken geschlossen, geht es dann auch wieder weiter. Hier sieht man jetzt ein KS-Signal in Sonderbauform. Ob das jetzt eine Spezialanfertigung für die EVS ist, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls zeigt es gerade Halt erwarten an, KS2, und zwar mit verkürztem Bremsweg. Und jetzt HP0, Halt. Frisch eingetroffen auf Gleis 44, die Regionalbahn 20, die hier endet. Nach meinen Informationen gibt es hier noch ein Spurplan-Drucktastenstellwerk von Siemens, Bauart 600, das jedoch nur für die Infrastruktur der Deutschen Bahn zuständig ist.
zur gleichen Zeit. An den Mastschildern erkennt man, dass es sich um ein Signal mit Hauptsignal- und Vorsignalfunktion handelt. Wenn der Zug jetzt gleich langsam an uns vorbeifährt, dann sehen wir an den Führerständen so trapezförmige Aussparungen, so ähnlich aussehend wie ein Tankdeckel. Dort waren ursprünglich mal ausklappbare Seitenspiegel befestigt. Diese Talenttriebzüge sollten nämlich auch für eine in Aachen geplante Straßenbahn einsetzbar sein. Und so hat man diese vorausschauend entsprechend ausgerüstet. Nur, dass es halt in Aachen immer noch keine Straßenbahn gibt.
Stabwechsel. Und wieder eine Baureihe 423. Diesmal allerdings nicht aus Köln, sondern aus Stuttgart. Also Sturgart, besser gesagt. Also ich beantrage, dass dem ET65 der Spitzname Roter Heuler aberkannt wird und auf diese Baureihe hier übertragen wird. Interessantes Dach, da könnte man bestimmt Wein anpflanzen.
Das war übrigens derselbe Triebzug, den wir vorhin in Richtung Köln gesehen haben. Dort hat er Kopf gemacht und nun ist er wieder hier auf dem Weg nach Paris. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.